Ich habe bei Schreibblockaden zwei Sachen gelernt. Nummer eins, eine Hauptursache ist Müdigkeit. Mhm. Nummer zwei, Zweifel. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe sehr viele Zweifel. Ich schon auch. Seit meiner Geburt. Hello Friends, Michael Buchinger hier. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Held all unserer Kindestage, Thomas Breziner. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Mir geht's hervorragend. Dankeschön. Ich habe eine prickelnde Einstiegsfrage für dich, weil das ist ein Kommentar, den ich so oft bekomme von meiner Community und ich möchte wissen, ob du es auch so siehst. Findest du, dass wir uns ähnlich sehen? Die Leute schreiben das so. Nicht? Das ist der Nummer 1 Kommentar. Ja, allerdings, wahrscheinlich sehen wir uns ähnlich, so wie ich vor 20 Jahren ausgesehen habe. Wunderbar. Das freut mich dann immer sehr, wenn ich mich genauso. Wir haben ja mehr gemeinsam als nur unser Aussehen. Ich bin vor kurzem eingetaucht in die Welt der Autoren und ich finde es ganz spannend. Herzliche Gratulation, du hast riesigen Erfolg. Ja. Und ein tolles Buch geschrieben, ich habe es mit Freude gelesen. Dankeschön, danke dir. Jetzt habe ich einmal ein Buch geschrieben und du hast 550, über 550, ja. Weißt du, wie viele genau? Ja, 553 sind es genau. Super. Und ich dachte mir, ich hole mir doch ein bisschen Rat von dir, nachdem du so viele geschrieben hast. Was mich von dir mal interessieren würde, ist, wie kam es eigentlich dazu, dass du Bücher schreibst? Ich wollte das nie. Ja. Deswegen ist es dazu gekommen, glaube ich. Ich habe einfach gerne Geschichten erzählt und bei mir war es umgekehrt. Ein Verlag hat mich gefragt, ob ich Bücher schreiben möchte, weil sie meine Hörspiele im Radio immer gehört haben. Und saufrech habe ich dort gesagt, ja, aber wenn, dann schreibe ich eine Buchserie, weil ich war immer gewohnt, Serien zu schreiben. Und die haben gesagt, ja, wie viele Bücher? Habe ich gesagt, dann machen wir 10. Und die haben gesagt, in welcher Zeit? Und ich war halt gewohnt, fürs Fernsehen und fürs Radio Folge nach Folge zu tippen. Habe gesagt, nur in einem Jahr. Und so habe ich einen Vertrag bekommen über 10 Bücher. Und dann haben sie gesagt, worüber willst du schreiben? Dann habe ich eine A4-Seite abgegeben, da stand die Knickerbocker-Bande, dann 7 Zeilen über die Bande und 10 Titel. Super. Und so hat es begonnen. Was mich bei Autoren immer besonders interessiert, ist der Schreibprozess. Weil ich bin so ein typischer, ich mache alles falsch, meiner Meinung nach. Ich liege im Bett und Laptop irgendwie so auf der Brust und tippe ab und zu so herum und ich komme mir ganz schlecht dabei vor. Und dann setze ich mir manchmal so an den Tisch und dann ist es wieder sehr gesittet. Wie schreibst du? Also ich glaube, beim Schreiben zählt eine einzige Sache, dass du schreibst. Ja. Punkt. Wo und wie, das ist vollkommen egal. Ich habe heute mehrere Schreibplätze. Ich habe Schreibtische. Meine Lieblingsposition ist Laptop am Schoß, so schreiben. Das ist das Schlechteste, was du für deinen Hals, für deine Schultern, für alles, für deinen Rücken machen kannst. Da sagt dir jeder Arzt, jeder Osteopath sofort drauf, um Himmels Willen, es tut auch weh nach einer Weile, aber so schreibe ich am besten aus. Ich habe eben auch einen Bildschirm, der vor mir steht, wo ich dann so schreiben kann. Ja. Ich gehe irrsinnig viel spazieren ja. zum Nachdenken. Notizen mache ich fast alle mit der Hand, da fließen Ideen besser. Mhm. Und, und in Bewegung sein. Also ich glaube, da muss jeder herausfinden, wie er das selbst macht. Und du schreibst dann jeden Tag? Wenn ich ein Buch schreibe, dann versuche ich wirklich jeden Tag zu schreiben. Am allerliebsten völlig zurückgezogen, zum Beispiel in London, wo ich ja glücklicherweise eine Wohnung habe. Und da will ich in meiner Geschichte sein und am Abend weiter nachdenken. Und das ist am besten. Ich fand das nämlich immer eine sehr gute Ausrede. Wenn Leute mich so um Gefallen bitten, kannst du mich vom Flughafen abholen? Dann sage ich so, ich habe da diese Deadline, ich muss da so ein Buch schreiben. Ja, das akzeptiert jeder. Akzeptiert wirklich jeder. Was ich immer sehr heimtückisch finde, sind diese Schreibblockaden, die ich schon oft habe, muss ich sagen. Hast du einen guten Tipp für mich? Was machst du gegen Schreibblockaden? Spazieren? Die habe ich genauso. Also ich habe bei Schreibblockaden zwei Sachen gelernt. Nummer eins, eine Hauptursache ist Müdigkeit. Nummer zwei, Zweifel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe sehr viele Zweifel. Ich schon auch. Seit meiner Geburt. Gut. Ich genauso. Ich habe 550 Bücher geschrieben und bis heute frage ich mich, ob ich es kann. Und bis heute denke ich mir, irgendwann einmal wird die Menschheit draufkommen, der kann es eigentlich nicht. Oh je. Und das Tröstlichste, was es für mich gibt, ist Biografien zu lesen über andere Autoren, weil fast alle haben das. Manche trinken dann oder so etwas, das tue ich nicht, jedenfalls nicht in einem Ausmaß, dass es mich betäuben würde. Ja. Und ich sage es dir ganz ehrlich, man muss sich gut zureden, dann braucht man irgendeinen Menschen in seiner Umgebung, dem man auf die Nerven gehen kann und ihm sagen kann, wie schrecklich alles ist und dass man nicht weiterkommt und so weiter. Und mein Partner, der Ivo, sagt dann drauf, just do it. Super. And believe, sagt er dann drauf. Just do it. Aber er hört sich das geduldig an. Das tut unendlich gut. Und da muss man sich wirklich selber gut zureden. Und auch mit dem Zweifel sagen, ja, es mag alles sein und es kann das schrecklichste Buch sein, das du jetzt schreibst.
aber jetzt schreibe ich es einmal und dann entscheiden wir weiter. Ja, toll. Ein großes Problem für mich waren Signierstunden oder so öffentliche Events, weil ich das Gefühl hatte, da kommen dann oft viele Leute, die mitunter lange anstehen, zum Beispiel so eine Stunde, und dann kommen sie zu dir und möchten halt ihren Moment mit dir und das der zählt. Gleichzeitig gibt es dann aber meistens so Personen von der Buchhandlung, die sagen, Michi, schneller, schneller, es warten einige Leute und schau, dass du mit jedem so 30 Sekunden verbringst. Also was würdest du mir raten, wie macht man es, dass man dann jeder Person, die schon so lange ansteht, quasi ihren Moment gibt und das trotzdem irgendwie schnell über die Bühne bringt? Ich habe da einiges gelernt von einem Autor namens Dick Francis, der ist weit über 80 und der hat eine Signierstunde in London einmal gegeben und der hat immer Folgendes. Der hat immer neben sich zwei Leute stehen, die Leute schon im Vorhinein fragen, wie sie heißen, und der hilft, also der kriegt Unterstützung bei den Namen. Mir persönlich hilft das, weil ich das nicht immer genau verstehe oder so etwas. Der hat dann auch noch eine Flasche Rotwein da stehen. Super, das ist es. Ist irrsinnig gemütlich, ist irrsinnig freundlich. Ich finde das Wichtigste, ich nehme mir auch die Zeit für genau das, was du jetzt gesagt hast, für den Moment. Ja. Und ich möchte den Leuten in die Augen schauen können, ich möchte Hallo sagen können, noch einmal nach dem Namen fragen können, reinschreiben, was es ist. Wenn sie ein Foto wollen, sie kriegen das Foto. Ja. Nicht hetzen lassen. Und ich persönlich mache etwas, wenn ich unterschreibe oder ins Buch reinschreibe, ich denke wirklich jedes Mal dazu, viel Freude. Also nicht, dass ich es hinschreibe, sondern ich möchte einfach da auch noch was Positives hineingeben. Kann man jetzt drüber lachen. Nein. Ich mache das gerne. Aber du hast genau das richtige Wort gesagt. Es muss der Moment sein mit jemandem, der dich mag, der das mag, was du tust, was du geschrieben hast. Ja. Ein größeres Kompliment gibt es nämlich nicht. Ja, aber ich finde das so schwierig, weil so nach einer Stunde komme ich mir dann schon vor wie ein Roboter, der so sagt, ah, hier, dein Buch, wie heißt du, okay, für dich. Ich zeige dir, was du machen kannst. Wirklich, das hilft. Aber das vor den Leuten, ja, Thomas. Ja, mach es, bitte. Jeder lacht, jeder freut sich und dann kann man wieder in Ruhe lachen. Okay. Wirklich, man muss sich auflockern, jeder Sportler lockert sich auf, was du da machst, ist Sport. Das ist eine Form von Spitzensport. Ganz einfach. Also freundlich sein und herzlich sein, wenn man es ehrlich meint, kannst du auch wie einen Sport sehen. Ich werde es beherzigen. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Jetzt bist du ja Instagram-Superstar, würde ich sagen, weil du hast vor kurzem Instagram für dich entdeckt. Und was ich so schön finde, ist, dass du halt, ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, zum Beispiel bei Instagram-Stories so einen richtigen Krimi zu machen oder eine Geschichte zu erzählen. Und du hast einfach dieses bestehende Medium genommen und einfach dein eigenes draus gemacht. Wie kam es jetzt für dich dazu, dass du sagst, hey, ich mache jetzt Instagram? Das waren alles Zufälle. Ja. Als ich überlegt habe, ob ich dieses Knickerbockerbandenbuch für Erwachsene schreibe, war ich so unsicher und habe dann einfach so ein kurzes Video aufgenommen und habe gefragt an alle, die das früher gelesen haben, würdet ihr so etwas lesen, würde euch das interessieren? Habe das auf Facebook gestellt und da kam ein Response, das war unglaublich. Ja. Und ich habe das mit so einer Freude gelesen. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich seit Jahren einen Instagram-Account habe, den ich kaum irgendetwas getan habe. Dann habe ich begonnen, dort so ein bisschen zu posten. Dann bin ich drauf gekommen, dass es diese Story gibt. Und Story ist das Tollste für mich. Ich kann Fotos machen, ich kann Schrift einblenden, ich kann andere Fotos hineingeben, ich kann das verändern. Ich liebe das. Das bin ich. So bin ich, seit ich ein Kind bin. Alles zusammen basteln können und vor allem ohne viele Leute rund um dich selber machen können. Und dann habe ich einfach nur so erzählt und aus heiterem Himmel ist draus so ein Krimi geworden. In Gumpoldskirchen hat es begonnen, dort gibt es eine Riesenreblaus. Und ich habe die gefilmt und habe dann wie so in einem 50er-Jahr-Movie gemacht, Attack of the Killer Reblaus. Genau, und wie ich flüchten muss und so. Und am nächsten Tag kam die Sonne durch die Wolken, habe ich mir gedacht, dort könnten die Aliens landen. Yeah. Ich habe so Pinguin-Statuen, die habe ich dann rausgeholt, in den Garten gestellt und habe behauptet, das ist der Pinguin from Outer Space. Und habe das Gefühl, aus reiner Blödheit, aus Spaß, okay. Und so ist das dann immer weitergegangen und plötzlich ist es eine Geschichte geworden, die immer größer geworden ist, mir ist immer mehr eingefallen. Und wie ich im Urlaub war, in einem sehr schönen Wellnesshotel, hat es, glaube ich, etliche Gäste gegeben, die das sehr komisch gefunden haben, dass ich dort über Stiegen gekrochen bin und die Musik kommt von einem zweiten Handy. Und der Turm der bösen Fisella war das Hotel plötzlich. Yeah. Mir macht es einfach Spaß. Das ist schön, weil das merkt man nämlich. Jetzt sehe ich ja, dass du schon sehr vieles machst, weil auf Instagram wirkst du auch immer so, als hättest du sehr viel Energie. Und dann schreibst du auch noch und du hast viele andere Dinge am Laufen. Und ich denke mir, woher nimmst du diese Energie? Also machst du Yoga oder hast du irgendein Geheimnis, warum du so aufgeweckt bist? Oder ist das einfach deine Art?
Nein, da gibt es zwei verschiedene Sachen. Ja. Erstens, ja, seit 20 Jahren mache ich den sogenannten Sonnengruß. Das ist diese Yoga-Übung. Das mache ich seit 20 Jahren in der Früh. Mhm. Das kann ich jedem empfehlen, das hilft ungeheuer. Ich bin ein sportlich ziemlich fauler Mensch, aber das habe ich immer gemacht und das hat mich auch flexibel gehalten. Das liebe ich. Bin ich immer so energiegeladen? Nein, ich bin genauso müde, ich bin manchmal krantig. Nur das muss ich ja nicht online stellen, das muss ich nicht herzeigen. Wozu? Damit muss ich niemandem auf die Nerven gehen. Also zeige ich das, was mir Freude macht. Und ich sage dir etwas dazu. Ich habe in meinem Leben das Vergnügen gehabt, so viel machen zu können. Ich bin so dankbar dafür. Und jetzt entdecke ich neue Sachen, Instagram und auf Facebook, was dich da tut. Ich habe so viel Spaß und ich sage dann einfach Danke. Danke, dass ich das machen kann. Jetzt kann ich es machen, jetzt tue ich es. Ja, dann herzlichen Dank für dieses schöne Interview. Ich habe vieles gelernt. Ich werde jetzt ebenfalls mich bemühen, weitere 550 Bücher zu schreiben. Und dann ich glaube, viele warten darauf. Ja, schauen wir mal. Danke, ich wünsche noch einen schönen Tag. Mach's gut, viel Glück und viel Segen. Und danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Du hast ebenfalls einen YouTube-Kanal, ja, wo die Instagram-Stories immer online gestellt werden. Den verlinke ich hier. Ciao. Immer dieses Ciao. Ich muss mir was Neues einfallen lassen. Du sagst, bleib auf der Spur. Ja, das ist aus dem Turbo. Das ist das Beste, was du sagen kannst.